Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute geht es mal wieder um die Rulers of the Sun. Wir packen heute von den Masters of the Universe Origins nämlich Hypno aus. Dem Hypnotiseur ist nichts zu schwör, könnte man sagen. Und so haben wir natürlich auch in dieser Basis Wave mal wieder eine AOS-Figur dabei. Wobei das Interessante ist, in Wave 12 ist mittlerweile bekannt geworden, gibt es zwei verschiedene Cases scheinbar. In einem Case ist eben hier Hypno enthalten, den wir bei Smith Toys kriegen können, habe ich dort auch gefunden. In einem anderen Case ist statt Hypno aber Duplico drin, auch ein Rulers of the Sun Charakter. Also eigentlich zwei ROS-Figuren in einer Wave, die sich miteinander austauschen. Es kommt einem fast schon so vor, als würde Mattel mittlerweile selber auch ganz gerne Gas damit geben, mit diesen Sachen fertig zu werden. Was, glaube ich, wenige von uns überraschen würde. Naja, die Figur selber hat natürlich hier wieder die Snakeman-Verpackung dabei. Und ihr seht es, das Rulers of the Sun-Logo, das Sunman-Logo, ist natürlich auch mit drauf auf dem Blister. Ja, soweit keine große Überraschung. Die Figur hat den Helm hier nicht an oder die Kappe, die sie eigentlich tragen würde, die ist hinten im Blister verpackt. Boah, soweit so gut. Über das Zubehör reden wir auch nochmal weiter. Auf der Rückseite wird natürlich gezeigt, wie die Kappe dran gemacht werden kann, etc. pipapo. Das Interessante ist natürlich hier dieses Actionbild wieder. Und man sieht, dass Hypno seine Kräfte gegen einen sehr merkwürdigen Charakter einsetzt. Wenn ihr den nicht kennt, der wurde Terror genannt. Und ja, ihr seht, es ist ein Mix aus Ripley-Kopf, Redlaw-Körper, Trapjaw-Robot-Arm, Moskitor-Beine. Das ist eine sehr kuriose Sache gewesen, aber tatsächlich war diese Figur in den 80er Jahren auch geplant. 1988 hätte sie erscheinen sollen und wir wissen von ihrer Existenz nur dadurch, dass das Original-Cardback-Artwork von damals erschienen war, beziehungsweise bekannt gegeben wurde. Und wir wissen nicht einmal, ob die Farben von dem Charakter ja auch wirklich so geplant waren. Es schien einiges an Schwarz dabei zu sein, aber ach, ich verplappere mich. Über Terror müssen wir ein andermal reden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir den als Figur sehen werden. Aber ich finde grundlegend, das Motiv hier ist ganz gut. Man sieht, Hypno benutzt seine, ja, hypnotisierende Stimme gegen Terror, wie auch immer. Also, ja, ist, finde ich, ein schönes Artwork geworden. Aber natürlich auch ein sehr obskures für denjenigen, der eigentlich nur mit den Vintage-Charakteren vertraut ist. Und dann packen wir aus. So, hier ist die Figur in ihrer ganzen Pracht. Und ja, Boatman ist auch schon dabei, komme ich gleich dazu, warum. Beipackzettel haben wir natürlich wieder dabei. Und das Mini-Comic Assassin's Aim. Auf dem Cover ist Hypno sehr großformatig zu sehen und er spielt auch durchaus eine gewichtige Rolle im Heft. Aber mir gefällt die Geschichte im Heft trotzdem. Ich habe es ja in anderen Videos schon erwähnt. Was Hypno selbst betrifft, der hat halt die Kraft der Vorsehung scheinbar und kann dadurch auch Skeletor dessen eigene Zukunft zeigen oder vielmehr Skeletors Ende, was ihn durchaus entsetzt. Und ja, also ich finde jetzt nicht, dass dieses Heft sich einfach nur auf Hypno konzentriert und das ist auch gut so. Ich finde, das ist durchaus lesenswert. Da haben wir schon deutlich schlechtere gehabt bei den Origins. Wobei, natürlich, ihr habt es gesehen, keine Sprechblasen, ist natürlich für uns immer wieder doof. Wir gucken, dass wir es übersetzen. Die Figur selber. Warum ich Boatman dabei habe, ist, wir wissen ja, bei den Rulers of the Sun Figuren ist großteils immer der Sunman-Körper verwendet. Also das heißt, die Hose, die Armbänder, die Stiefel sind immer von Sunman, ist immer gleich. Hypno teilt sich auch noch zudem, hoffentlich hält der Fokus, teilt sich zudem auch noch den Kopf mit Boatman. Ihr seht dieses schöne Stirnband dabei. Der gleiche, ja, eigentlich viel zu freundliche Blick, muss man sagen. Da braucht es halt irgendwo einen Badass-Blick, damit die Figur irgendwie cooler rüberkommt. Aber der Kopf ist schon in den 80er Jahren recycelt gewesen. Deswegen hat das Mattel hier auch so gemacht. Was Mattel allerdings anders gemacht hat, ist die Rüstung. Ihr habt diese gelben Bereiche hier gesehen. Die sind auf dem Prototypen anfangs noch nicht drauf gewesen und die sind auch in den 80er Jahren noch nicht drauf gewesen. Das hat Mattel mehr oder minder hinzugedichtet und wenn ihr das Unboxing von Boatman gesehen habt, dort hatte ich gesagt, ja irgendwie, ich finde den irgendwie gar nicht so grundverkehrt, aber er wirkt mir zu monochromatisch und wenn sie vielleicht zumindest den Blitz hier noch bemalt hätten, wäre es nochmal was anderes. Vom Zubehör fange ich jetzt nicht an, das war einfach kacke. Aber halt, ja, ein bisschen zu einfarbig, obwohl der hier Potenzial hätte. Bei Hypno sorgt die Farbe tatsächlich meiner Meinung nach für einen deutlich besseren Effekt. Ich meine, wir haben immer noch einen gewissen Knockoff-Look hier dabei, aber es sieht schon ein bisschen besser aus. Und ja, jetzt kann man sich drüber streiten, hey, früher war es auch nicht so, wieso wird das gemacht? Ich möchte es genauso wie früher haben.
Ich persönlich bin tatsächlich froh, wenn sie bei den Rulers of the Sun Figuren auch mal was optimieren. Und vielleicht ist auch das gerade so ein Punkt, wo man dann merkt, ja, Mattel achtet da auch ein bisschen irgendwie auf das Fanfeedback, was halt bei diesen Figuren doch insgesamt eher verhalten war. Wir haben als Zubehör auch noch eine Kappe dabei und Hypno ist eigentlich eher, ja, ihr seht es schon, altägyptisch angehaucht. Dazu passt eben diese Kopfbedeckung, ist aus flexiblem Material, kann man auch einfach auf den Kopf stülpen, passt garantiert auch bei manch anderen Figuren drauf. Ja, ist ein bisschen simpel gemacht, aber sorgt natürlich dafür, dass er nicht ganz so wie Boatman aussieht. Ist für mich soweit okay. Ich hätte tatsächlich, wenn die Rüstung hier ein bisschen gelb hat, auch am Helm mir was Gelbes gewünscht. Oder ist es ein Helm, ist es eine Kappe? Egal. Ich hätte mir halt ein bisschen farbiger gewünscht. Ist halt nicht so. So, dann haben wir auch noch eine Waffe. Und die ist unfassbar. Ein riesiger Lolli. Es ist so schlimm. Einseitig sogar bemalt. War auch früher so. Und wir haben sogar ein Action-Feature drin. Das Ding lässt sich drehen. Damit kann Hypno seine Kämpfer oder seine Gegner vielmehr hypnotisieren und ja, hypnotische Wellen aussenden. Er hat hier hinten an der Rüstung übrigens eine Schleife. Dort kann man die Waffe dran machen. Hängt ziemlich schäbs irgendwo dran. Und also es tut mir leid, das Ding ist einfach Kacke. Kann ich nicht anders sagen. Und durch dieses Ding allein wird die Figur halt auch schon heruntergewertet. Das muss man leider so sagen. Hypno wäre eine deutlich bessere Figur, wenn sie nicht so ein Zubehör hätte, das aussieht, als würde man einem Einjährigen irgendeine komische Kinderrasse zum Spielen geben. Das ist einfach, es ist nichts. Tut mir leid. Deutlich cooler ist dagegen sein zweites Zubehör. Dieser Vogel. Der ist aus so silbergrauem Plastik gegossen, sieht so ein bisschen milchig aus, aber ist eigentlich ganz nett. Den hat er auch in den 80er Jahren schon dabei gehabt. Und ja, der Vogel hat einen relativ großen Schnabel, ist auch nicht weiter beweglich, aber ihr seht es, hoffentlich zumindest. Der ist ziemlich detailreich modelliert, muss ich wirklich sagen. Enorme Details. Und er wird hier einfach an den Arm dann dran gesteckt. Das ist dann Hypnos Begleiter. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Und was ich besonders cool an diesem Vogel finde, ist, dass wir damit auch eigentlich eine andere Version von Soar und Screech noch sehen werden. Wir wissen, wir haben Soar schon in groß bekommen. Screech wird höchstwahrscheinlich, wenn man den Händlerlisten glauben kann, auch noch kommen. Aber wer jetzt eher auf dem Filmation-Cartoon steht, wo Soar natürlich nicht so riesengroß war, das hier ist das Potenzial, dass wir vielleicht hier nochmal einen Soar-Repaint mit diesem Vogel bekommen. Insofern, das hat Potenzial. Aber nichtsdestotrotz, Hypno ist halt nicht wirklich eine der besseren Figuren von Rulers of the Sun. Ja, vielleicht schon, wenn man das in Relation zu manch anderen sieht. Ich bin auf jeden Fall froh mit dieser Rüstung. Ich bin froh über den Vogel. Ich finde, dass die Waffe, die ist einfach ultra kacke. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und dann haben wir natürlich hier die Wave 12. Ja, hoppla, Tanglöcher. Die Wave 12 haben wir fast beisammen. Es fehlt jetzt natürlich noch der Duplico, auf den ich persönlich sehr gespannt bin. Ich habe es ja schon anfangs erwähnt, dass der mit Hypno ausgetauscht wird. Aber wenn man jetzt hier so diese Riege an Kämpfern sieht, es ist schon ein bisschen ernüchternd, dass wir halt hier einen Rulers of the Sun Charakter haben, eine extrem obskure Skeletor-Variante. Roboto ist natürlich für mich persönlich ziemlich cool, aber halt natürlich ist es ein Repaint. Und wir haben nur Tang Lecher als wirklich komplett neuen Charakter dabei. Ich bin insgesamt so mit dieser Wave dann halt so auf 50-50-Basis. Ich finde die beiden cool, den hätte es nicht gebraucht, ist aber okay. Und bei dem ist es halt, der ist auch okay, aber ja, wird nie so mein Highlight sein. Wie geht es euch damit? Was sagt ihr dazu? Habt ihr hier irgendwie so geheime, ich nenne es mal Sleeper jetzt, so Geheimtipps für euch entdeckt? Oder sagt, ja, nur Tang Lecher und der Rest bleibt raus? Oder teilt es gerne in den Kommentaren mit, wie ihr das empfindet. Lasst einen Daumen oben da unten, ein Abo auch. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei den nächsten Toys. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.